Herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, liebe Leute. Heute möchte ich mal diese Wand erklimmen, auch wenn es eigentlich noch nicht, der Plan des Spiels ist. Ich habe nämlich aktuell keinen Plan mehr, was ich noch machen soll. Deswegen, wir werden mal skippen und wenn ich oben ankomme, dann zeige ich euch das. Bis gleich! So Leute, und da sind wir oben angekommen. Hat ein Weilchen gedauert, aber wir haben es geschafft. Und jetzt würde ich sagen, als erste Tat befreien wir erstmal den Gron hier. Da gibt es nämlich, glaube ich, schon mal ein Item. Nämlich ein Herzteil. Ah, und erstmal ein Schluck Kaffee. So, was war passiert? Oh mein Gott, ich wurde weggefroren. Jo. Oder? Gab es da kein Herzteil? Ich dachte, da gab es ein Herzteil. Oder muss ich hier Groni noch sein? Okay. Dann vergessen wir das. Schade, ich dachte, da gab es ein Herzteil. Ich bin verwirrt. Ach, hier ist die Milchbar. Aber hier ist keiner drin. Ich bin zu früh? Bin ich zu früh? Alter, hier ist voll der Tetris-Remix. Aber hier kann ich eh nichts kaufen, oder? Hier brauche ich die Maske, richtig? Ich glaube, sonst kann ich hier nichts machen. Schade, dann hat mir das auch gar nichts gebracht. Aber wir wissen schon mal, dass hier die Milchbar drin ist. Schon mal ganz nett, denke ich. Trotzdem leider kein Mehrwert für mich. Schade. Ja, Leute, ich bin aktuell so ein bisschen am Verzweifeln. Habe ich noch irgendwas auf meiner Liste stehen? Nein. Doch. Geld. Geld habe ich auf meiner Liste stehen. Geld sammeln. Aber das wäre jetzt auch eher wieder was ich offscreen machen werde. Ja, ich weiß nicht. Ist das jetzt wirklich... So, warte mal, ich mache hier nochmal meine Riesenbörse. Irgendwie wird die, wie gesagt, immer resettet. Also, es gibt entweder irgendwo noch geheimnisvolle Löcher, die ich noch nicht erkannt habe. Oder... Ja, möglicherweise haben wir auch, müssen wir auch Geld sammeln. Könnte auch sein, dass da ja ein krasses Item bei rumkommt. Deswegen, ohne lange Umschweife, ich werde jetzt mal in den Offscreen-Modus erneut schalten und werde Kohle sammeln. I guess 5000 Rubine. Damit wir das Dungeon-Item, oder das Dungeon-Item, das Item erhalten. Aber Leute, habt ihr irgendwo noch einen Plan, wo es sonst noch versteckte Löcher gibt? Ich meine, hier... Warte mal, was ist das hinter mir? Okay. Das gibt ja auch nur Kohle. Nichts gerandomized. Ich hatte auch schon mal, dass das gerandomized wurde. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Hier sind Kühe drinne. Gibt ihr irgendwie was Besonderes? Haben wir das schon mal vorgespielt, der Kuh? I don't know. Geil, danke. Ich wollte eigentlich Geld sammeln. Kacke. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch eine Kuh vergessen haben. Kann das sein? I don't know. Ich werde hier nochmal die Ebene abchecken. Ich werde nochmal ein bisschen Kohle farmen, Leute. Und melde mich bei euch, okay? Also ich gehe jetzt gerade mal so ein bisschen in den Offscreen-Modus und muss schauen, wo können wir noch was machen. Die nächste Maßnahme wäre dann, dass ich dasselbe in Ocarina of Time nochmal mache. Mit dem Nachschauen und so. Und wenn dann das alles nichts geholfen hat, dann ist wirklich der Spoiler-Lock demnächst dran. Guck mal, hier ist auch nur Geld. Aber kein Random Item.
Also kein gutes Item für mich zumindest. Ja, kacke. Kacke, 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 Leute. Gut. Ja, irgendwo, ich weiß nicht, gibt es irgendwo noch Secrets? Secret Holes? Ba, 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 ba. Alles ist möglich. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen Kohle habe. Bis gleich. So, Leute, die ersten 1000 Rubine habe ich gefarmt. Ich zeige euch auch gleich mal, wie ich das gemacht habe. Ich gucke nur mal gerade. Ich schaue mal kurz rein. Und ich wollte mal gucken, ab welchen Punkten quasi diese... Ja, das erreicht ist, wo wir Items bekommen. Jetzt steht da, wir haben 5000 Rubine. Also das scheint ein Bug zu sein. Ah, okay. Haben wir Herzteil bekommen. Gut, alles klar. Also die 5000 Rubine gibt es hier schon ab 1500. Das heißt, wir haben es eigentlich schon geschafft. Dann ist es auch egal. Aber ich kann es euch ja trotzdem mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Weil ich finde, das ist ein ziemlich cooler, effizienter Weg. Habt ihr mir auch schon mal in die Kommentare geschrieben, dass es halt easy ist, mit Lichtpfeilen zu farmen. Weil, wenn halt Nacht ist, kann man halt einfach saugeil hier auf der Ebene von Ikana diese Totenköpfe hier. Da gönnst du einfach einen Lichtpfeil und dann lassen die halt jedes Mal einen Fuffi fallen. Und dann hast du hier den anderen. Bam, Lichtpfeil, hast einen Fuffi. Dann hier hast du dein Zeug zum Auffüllen. Naja gut, das war jetzt Pech, dass ich keinen Mana dabei hatte. Aber normalerweise ist da Mana drin, dann hast du wieder voll, dann kannst du wieder zu dem rennen. Schießt die halt immer abwechselnd ab und dann hast du quasi in einer Runde... ja, so 500 Rubine schon. Und das halt in so 2 Minuten. Und dann rennst du einfach von rechts nach links und dann machst du easy Kohle. Ja, wenn keine Büsche mehr da sind, dein Mana alles, gehst du kurz in die Stadt, gehst wieder raus. Dann sind die Büsche wieder da, füllst dein Mana wieder auf und dann easy peasy. Also so geht das relativ leicht, muss ich sagen. Ihr seht, die spawnen auch sehr schnell. So kann man eigentlich gut Cash und Kohle machen. Finde ich ganz cool. So, löst aber immer noch nicht unser Problem, denn ich weiß immer noch nicht, wo es weitergeht. Wir haben... Ich habe meine kompletten... Punkte ausgereizt. Ich muss jetzt wirklich erstmal überlegen, wie machen wir weiter? Wo machen wir weiter? Wo kriegt man unser nächstes Kern-Item her? Das ist jetzt gerade der Schwerpunkt, den ich irgendwie... Ja... den ich irgendwie machen muss. Kohle hin oder her. Gut, Leute, ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal, wenn ich einen neuen Indiz, einen neuen Hinweis habe. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. So, Leute, ihr hattet auch gesagt, ich soll nochmal in den letzten 5 Minuten zu Majora's Mask gehen. Und soll den auch nochmal abballern, weil der wohl ein Item fallen lassen könnte. Ich meine, der hat auch eine Ocarina. Was ist denn, wenn ich den jetzt mit Magie einmal abschieße? Der lässt echt ein Item noch fallen. Oh, shit. Ah, ne, ist unsichtbar, hä? Was passiert? Das... Da ist nichts runtergefallen! Ja, also, irgendwie... Ja, ich bin auch der Meinung, wir haben das schon mal gemacht, ne? Das Schild jetzt sowieso. Ja, nö, hat er keinen Bock, ne? Okay, dann bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als die Zeit zurückzudrehen. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. War jetzt auch nochmal ein Hinweis von euch, aber ich hatte das, glaube ich, schon mal gemacht und da gab es Pfeile oder so. Also das war halt auch nicht die Lösung im Endeffekt. Ja. Aber ich habe es nochmal probiert, damit ihr es nochmal gesehen habt. So, wir gehen jetzt zum ersten Tag zurück und ja, wir müssen mal gucken. Die Eier sind jetzt alle weg, die Sora-Eier. Das ist ein bisschen traurig, aber ich weiß halt auch nicht, was ich sonst noch machen soll. Ich glaube, ich gehe jetzt in Ocarina of Time nochmal rein und gucke da nochmal. Wenn ihr noch welche Ideen habt, dann schreibt mir das gerne, aber ich werde wahrscheinlich... Huch, wo komme ich denn raus?
Ja, ich werde wahrscheinlich demnächst den Spoiler-Log auch mal gucken. Wenn das so weitergeht. Warte, ich mach hier mal kurz die Musik wieder, die Zeit wieder ein bisschen langsamer. Ja, ist gerade so ein bisschen, ich probiere mal alles aus, Part, ne? Die letzte Verzweiflung. Und hoffe, dass wir irgendwelche Ideen haben. Was war hier mit Tingle? Aber keiner von den Tingles hatte irgendetwas, was mich eigentlich interessiert. Wenn wir mal ehrlich sind. Richtig? Piece of Heart, okay. Ja, das Herzteil könnten wir uns kaufen, aber es ist halt nichts, kein Kernitem oder nichts, was mich irgendwie in einer Weise interessiert, hat einer von diesen Tingeln. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe wieder in Ocarina of Time rein und werde da nochmal ein bisschen suchen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwo ein Loch oder irgendwas, wo ich ja noch was machen kann. Bis gleich. Okay, Leute, ich befinde mich mal gerade im Todeskrater und hatte hier jetzt noch im Loch einen Deku-Kerl gefunden, der ein Skulltula-Token für Majora's Mask verkauft. Relativ teuer. Aber ich kaufe mir das jetzt einfach mal. Also nehme ich schon unser 20. Da sind wir schon sehr dicht dran, dass wir da bald mal alle haben. Ich glaube, 30 gibt es ja insgesamt. Und ich dachte, ich nehme euch einfach nochmal mit auf die Reise, was ich hier so vorhab. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Ich sag mal, wenn ich hier die Pegasus Boots hätte, wäre auch geil, ne? Dann könnte ich auch was, glaube ich, ganz gut machen. Und der hier hatte, glaube ich, auch nichts weiter, richtig? Oh, jetzt habe ich Pfeile gekauft. Egal. Nehmen wir mit. So, Vogelscheuche kommt hier auch nicht. Wenn ich hier dran springe, passiert... Ne, da komme ich nicht. Okay. Alles klar. Da passiert auch nichts. Okay. Was wir vielleicht nochmal machen könnten... Also, wenn ich da unten irgendwie hinkommen könnte... Ne? Ist zwar auch nicht regulär der Weg... Aber ihr merkt ja gerade sowieso, dass ich gerade... auf dem nicht so regulären Weg unterwegs bin. Deswegen... Da hinten gibt es halt noch ordentlich Schlüssel. Also... Ich weiß halt nicht. Da ist auch ein Big Horn Sword. Guck mal, da gibt's. Keine Ahnung, was das da hinten ist. Aber da gibt es auf jeden Fall zwei Schlüssel und einen Boss-Key. Das könnte mir weiterhelfen. Aber da bräuchte ich halt... Ja. Ihr versteht mein Problem, glaube ich, ne? Außerdem könnten wir da hinten noch eine Skulti holen. Das wäre auch noch möglich. Aber da müsste ich halt irgendwie darüber kommen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist. Ich probiere mal ein bisschen rum und zeige euch dann das Endergebnis einfach mal. Bis gleich. Okay, Leute. Ich habe mal wieder einen Plan. Wir haben jetzt noch, keine Ahnung, 6 Minuten Zeit in der Folge. Ich habe mal noch den Plan, dass ich mal hier das Rennen mache und wenn wir das gewinnen, dann bekommen wir ja eine Kuh. Ja, ich bin Saya, deine alte Freundin aus Kindertagen, genau. Lass uns mal ein Rennen machen. Let's go. So, unter 50 Sekunden, Leute. Es ist nicht leicht. Ist schon ein krasses Rätsel. Ich weiß gar nicht, ob das... Waren wir, seitdem wir erwachsen sind, schon mal wieder zu Hause? So. Ja, ich weiß. Eine Runde noch. Und zack. Jawohl. Das läuft gut. Und jetzt nochmal Tempo. Ah, perfekt. Erstes Mal, 48 Sekunden, easy. Perfekt, dann kriegen wir gleich unser Geschenk. Unser Geschenk ist ja eine Kuh. Und ihr wisst, was das heißt. Die Kuh macht Mu und gibt uns ein Item.
Deswegen, wir reiten jetzt gleich mal in den Kokiri-Wald und gehen nach Hause. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht noch ein schönes Item bekommen. I don't know. Aktuell bin ich halt ein bisschen verzweifelt, deswegen, ich krüble und gucke und hoffe, dass ich irgendwo eine Kleinigkeit erhaschen kann, was uns sagt, hier, nimm und bring's weg und mach weiter. Ob's jetzt gerade die Kuh ist, weiß ich nicht. I doesn't know. Okay, ich bin, glaube ich, an einer blöden Stelle rausgehüpft. Aber egal. Das geht trotzdem ganz schnell, Leute. Ja, ich reite mal schnell nach Hause. Gucken uns da nochmal das Zeug an. Und ich glaube, das war es dann auch schon wieder fast mit der Folge. Wir haben wieder viele Kleinigkeiten gemacht. Was so richtig gefunden, was uns jetzt geholfen hat, haben wir nicht. Ha. Ist halt ein bisschen traurig, ne? Aber naja, was willst du machen? Gut. Ja, ein bisschen haben wir noch Zeit. Vielleicht kann ich da noch einen Skip machen und wir können noch irgendwas ausprobieren. Aber ich muss erstmal wieder überlegen. Das ist jetzt so das einzige mit, was mir eingefallen ist. Sehen wir mal. Okay. Guck mal erstmal, ob die Kuh ins Hold ist. Oder das Glück. Vielleicht auch beides. Ich hoffe das Beste. Oh Gott. Ah, hier ist so die geile Musik. Ne? Ich wünschte, ich wäre hier öfter. I love this music. Die könnte man sich den ganzen Tag anhören, oder? Nice. Oh Gott. Ich war sowieso seit... Komm, ich baller dich weg. Seitdem ich erwachsen bin, war ich nicht nochmal bei mir zu Hause, glaube ich. Vielleicht ist die Kuh auch standardmäßig da. Ich weiß es nicht, ob ich das eingestellt habe. I don't know. Aber hier ist er auf jeden Fall. So. Lass mich nicht im Stich, Kuh. Gib mir was Gutes. Dann kriegst du Streicheleinheiten. Oh! 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 Das ist was Gutes. Oh! Als Kind? Lol! Ha! Geil! Okay, warte. Nein! Ich dusche wieder. Ich hole mir gleich mal ein paar Käfer. Haben wir gerade irgendwas? Ja, die Fee können wir doch entbehren. Easy, dann holen wir uns ein paar Käfer. Dann können wir als Kind... ich muss mich erst zum Kind machen, ja. Aber dann können wir als Kind... endlich dahin reisen. Dann haben wir erstmal die ganzen Items, also Schlüssel, die da sind. Die könnten uns möglicherweise weiterhelfen. Und einmal eine goldene Skulltee, die wir noch rausholen können. Cool. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir tatsächlich hier bei der Kuh noch was bekommen. Nice. Aber erstmal brauchen wir noch schnell ein paar Käfer. Die finden wir hier. Irgendwo. In einem Busch. Oder? I guess, yes. Und dann mache ich mal kurz einen Skip und mache mich klein. Hier ist natürlich nichts. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das diesmal wirklich durchzocken können. Also 100% durchzocken. Durchzocken ja, aber ob es 100% werden, das kann ich euch nicht versprechen. Diesmal. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, auch. Da hat uns irgendwas gefehlt. Scheiße, keine Käfer. Haben wir irgendwo nochmal Käfer? Keine Käfer. Mist. Gerade ein bisschen Frame-Anbrüche. Aber gibt's hier nicht normalerweise Käfer? Bin ich jetzt blöd? Krieg ich jetzt sonst auf die schnelle Käfer her? Oder gibt's die nur als Kind? Okay, Leute, egal. Ich skipp mal kurz und hab da eine Flasche mit Käfern und bin als Kind wieder da, okay? Bis gleich. Okay, ich bin klein, ich habe ein paar Käfer am Start, theoretisch. Ja, hab ich. Und jetzt spielen wir den Bolero des Fires. So, genau. Und dann kommen wir jetzt ins Feuerlevel. Haben auf jeden Fall schon mal einen Haufen Schlüssel, die wir uns holen können. Das ist richtig nice. Kann man eigentlich auch rückwärts... Ja, das müsste auch funktionieren. Da müsste man zu der Hunja kommen. Das funktioniert? Bin ich gespannt. Pass auf. Wir hauen hier erstmal kurz ein paar Käfer rein. Das ist erstmal mit was von dem Wichtigsten. Holen uns direkt neue Käfer für später.
Und... Ach, leider nur eine Fee. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So. Theoretisch könnten wir uns darüber ziehen und dann wären wir bei der Runia. So, da ist das zerbrochene Bikuru. Ah, nee, das ist... Ah, cool. Das ist ja auch noch so ein Item. Stimmt. Neues Tausch-Item. Das Broken Coron Sword. So, zack. Nehmen wir auch mit. Und da kann ich doch theoretisch einfach hinjumpen, oder? Ja, da kriegt man hier so einen Geist. Da kriegt man... Stone Tower, okay. Das ist auch cool. Zack. Was ist das? Oh, der Woodfall-Tempel. Ja, da komme ich ja... Da komme ich auch noch nicht rein aktuell, aber... Oh Gott, was war das denn? Ja, wenn wir theoretisch noch die Musik hätten, dann können wir den abschließen. Kompletto. Was haben wir hier noch? Und Bottom of the Well. Bottom of the Well. Zack, nehmen wir auch mit. Haben wir jetzt auch alle. Das heißt, da können wir theoretisch auch nochmal rein und können kicken und können das komplettieren. Wäre aber auch geil, wenn wir da das Auge der Wahrheit hätten. Theoretisch. Warte mal, haben wir doch, ne? Ja, Hammer. Okay, da können wir theoretisch also auch noch fertig machen. Haben wir erstmal wieder ein bisschen neuen Stuff, dem wir nachgehen können, sag ich mal. So, ich kann mich hier auch rüberziehen. Sehr cool. Und jetzt kann ich theoretisch hier reingehen und bin bei der Runia, richtig? So richtig dumm. Okay, und jetzt kann ich dem doch einfach Sayas Song noch vorspielen. Das war falsch. Warte mal. Falsch rumgemacht. So kriegen wir auch noch ein Item. Let's go. Yeah, Degonüsse. Geil. Mann. Da ist die erste Hoffnung schon wieder dahingeschwunden. Naja. Gut, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann ist die Tür wieder zu hinter uns, wa? Ja. Wie dumm. Okay. Cool, aber wir haben ein bisschen neuen Stuff, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part probieren wir uns mal ein bisschen aus. Und bin mal gespannt, was bei rumkommt beim Rumprobieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüss.